Bereits zum 7. Mal konnten sich Schülerinnen und Schüler aus Magdeburg mit der Unterstützung von Studierenden im Rahmen der Medienwochen als Filmemacher ausprobieren. Unter der Leitung von Professor Johannes Fromme vom Lehrstuhl für Medien- und Erwachsenenbildung entstehen jedes Jahr eine Vielzahl von Kurzfilmen, denen ein gemeinsames Thema zugrunde liegt. In diesem Jahr ging es um Nachhaltigkeit oder anders ausgedrückt Mission Zukunft. Unter den Medienwochen steht die Idee, einerseits ein Projekt zu haben, wo die Studierenden also Erstcharakter erleben können. Also das heißt, mit echten Kindern sozusagen zusammenzukommen, also ein pädagogisches Projekt zu machen, wo sie rausgehen aus der Universität. Gleichzeitig soll natürlich für die Schulen und die Schüler im Grunde so ein Einblick mal in Medienpädagogik und was das eigentlich bedeutet, ermöglicht werden. Zur optimalen Vorbereitung auf die Medienwochen besuchten die Studierenden im Vorfeld Kreativitätsworkshops und verschiedene Blogveranstaltungen, wie beispielsweise Filmdreh nach vorgegebenem Storyboard. Aber auch auf das Thema Aufsichtspflicht wurde hier näher eingegangen. Nach den erfolgreichen Filmpremieren im Cinemax und der Prämierung des Siegerfilms Der Angeklagte bleibt noch die Frage, wie es im kommenden Jahr weitergehen wird. Nun, wir werden uns hinsetzen, ein paar Dinge überlegen, was man noch verbessern kann, wie wir das jedes Jahr machen und im neuen Organisationsteam uns Gedanken machen, was wir für ein Thema nehmen. Wir haben ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir nächstes Jahr die Gebäudesanierung haben im Gebäude 40 und von den Räumlichkeiten und technischen Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkt sein werden. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Mal sehen. Wir dürfen gespannt sein, was uns bei den 8. Medienwochen erwartet.